Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und ich denke, es herrscht Redebedarf. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Es tun sich sehr viele schwer, es kommen viele in Twitch-Chat und wollen wissen, wie schaffe ich es, fast jeden 6er-Raid, 6-Sterne-Raid zu besiegen und das meistens First Try. Und ich denke, es ist Zeit für ein Video, wie ihr, ja, ich würde sagen zu 95%, zu 90% jeden 6er-Raid schaffen könnt. Und dafür würde ich sagen, fangen wir mal an mit der obersten, mit der aller obersten Regel für 6er-Raids. Und die ist nicht sterben. Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr sterbt in einem Raid, dann wird oben von dieser Zeitleiste ein ganzes Stück abgezogen. Und ihr seid 5 Sekunden quasi handlungsunfähig. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man nicht im Raid stirbt. Und da komme ich direkt zur nächsten Regel. Es ist wichtiger, dass ihr sehr resistente Pokémon habt, anstatt dass ihr sehr effektiv angreift. Wir haben hier zum Beispiel ein Aquana und der Terra-Typ ist Feuer. Jetzt würde man denken, ich nehme ein Boden-Pokémon, weil Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Feuer. Aber dann würde das Aquana nach einem Regentanz und damit jeder Wasserattacke jedes Boden-Pokémon one-hitten. Jedes. Und das würde bedeuten, ihr werdet nach jeder Attacke tot und ihr werdet nach 4 Toten komplett raus und könnt... Also die Zeit könnt ihr euch eigentlich sparen. Deswegen ist es viel wichtiger, gegen Aquana zum Beispiel ein Wasser-Pokémon zu nehmen mit H2O-Absorber, ein Pflanzen-Pokémon, was auch relativ schwierig ist wegen Eisattacken. Also... Da muss man immer ein bisschen schauen, was da am besten resistent gegen ist. Und dann erst in der zweiten Überlegung, was ist denn effektiv gegen Feuer? Denn ich werde jetzt mal im Hintergrund ein paar Beispiele laufen lassen, wieso es gar nicht so wichtig ist, sehr effektiv anzugreifen, sondern es wichtig ist, dass man eben nicht stirbt. Es wird euch wahrscheinlich direkt auffallen, dass ich all diese Videos offline aufgenommen habe. Das bedeutet, ich habe alleine die 6er Raids gemacht. Dann komme ich nämlich zum nächsten Top-Tipp. Es ist viel einfacher, die 6er Raids alleine zu besiegen, als mit Randoms aus dem Terra. Anstatt mit Mitspielern, also Mitspieler zu suchen, irgendwelche Randoms. Weil die halt eben nicht diese Tipps befolgen, sehr effektive Attacken abbekommen, den Gegner feeden quasi. Und die ganze Zeit sterben und so die Zeit ausgeht. Da könnt ihr noch so gut sein. Wenn ihr einen dabei habt, der die ganze Zeit stirbt, dann könnt ihr diesen Raid nicht gewinnen. Und ich kam auf diese Überlegung, weil ich mir gedacht habe, was ist denn mit Leuten, die kein Nintendo Switch Online Service haben oder keinen Zugriff zu Internet oder unterwegs sind und trotzdem diese Raids spielen wollen. Und deswegen habe ich einfach mal ausprobiert, diese Raids auch mal alleine zu spielen. Und siehe da, allein ist es viel einfacher, weil die NPCs, wenn die sterben, dann zieht das keine Zeit ab. Es zieht nur Zeit ab, wenn ihr sterbt. Und wenn ihr nach diesem Video alle Tipps befolgt, die ich euch gegeben habe, dann werdet ihr in keinem einzigen Raid mehr sterben. Das kann ich euch versprechen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den allerbesten Pokémon, die es aktuell für 6er Raids gibt. Da habe ich mir hier schon mal eine kleine Riege zusammengestellt. Das ist zu einem der Eisenkrieger. Den kriegt ihr bei Pokémon Purpur nur. Er hat den Typ-Kombination Fee-Kampf, ist also resistent gegen Drachen. Und es gibt viele Drachen in den 6er Raids. Und sehr effektiv gegen diese Drachen. Dann der zweite Typ Kampf ist übertrieben OP, da kommen wir gleich drauf. Und ihr seht es auch schon, das Item Metronom. Zu den Items erkläre ich aber gleich was. Also Eisenkrieger, ein sehr gutes Pokémon. Zweites Pokémon, was sehr gut ist in 6er Raids, ist Sherox. Einfach wegen der Typenkombination Käfer-Stahl. Weil es gibt nur einen einzigen Typ, der sehr effektiv ist gegen Sherox und das ist Feuer. Das heißt, gegen alle anderen Typen ist entweder einfach, halb oder ich glaube sogar nur ein Viertel effektiv. Ich glaube, Gift trifft sogar gar nicht. Bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber wo ich mir sicher bin, nur Feuer trifft ihn sehr effektiv vierfach. Das heißt, ihr braucht nur Angst vor Feuer haben. Deswegen ist Sherox
eigentlich immer ein grundsolides Pokémon für jeden Raid, den ihr habt. Also selbst wenn ihr sagt, ich will mir jetzt nicht alle Pokémon hier machen, will aber trotzdem 6er Raids machen, wenn ihr euch nur Sherrocks holt, reicht das schon für 50% der Raids. Das nächste komplette OP-Pokémon ist Koraidon. Koraidon ist sowas von viel krasser als Miraidon. Ich kann es gar nicht sagen, wie viel krasser Koraidon ist. Weil die Typenkombination Kampf-Drache hier wieder so extrem ist und wieder der Typ Kampf, wieso zeige ich euch gleich, wie auch bei Eisenkrieger, haut so krass rein. Es ist verrückt. Und wieder das alte Metronom, aber wie gesagt, da erkläre ich gleich was zu. Als nächstes Mauzinger. Mauzinger hat den Typ Stahl. Und Stahl ist auch so, also das wusste ich vorher auch nicht, weil ich mich vorher noch nicht so krass damit befasst habe. Aber nur alleine der Typ Stahl hat so viele Resistenzen und ist so extrem stark. Und dazu noch, also Mauzinger. Ich habe bei Schwertschild gedacht, okay, das ist nicht gut, aber das hat den Effekt, die Fähigkeit Sterlaner Wille. Und das erhöht eure Stahlattacken um 50% per se, was extrem, extrem krass ist. Dazu Muschelglocke, auch ein Item, wo ich gleich drauf eingehen werde. Das nächste Pokémon ist Azumarill. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder mit Kraftkoloss, damit der Angriff höher ist, oder Vegetarier, damit ihr Resistenzen habt gegen Pflanze. Das muss man halt immer mal schauen, was gerade gefragt ist. Ich spiele es jetzt hier mit Kraftkoloss, weil ich gegen Pflanzen-Pokémon andere Pokémon nutze. Auch ein sehr, sehr gutes Pokémon. Azumarill war auch schon früher immer ist auch jetzt gerade im UU-Tier. Also ist ein sehr, sehr starkes Pokémon. Und dann haben wir noch Miraidon. Miraidon benutze ich nicht mehr so viel, aber für alle, die halt nicht Koraidon haben, ist Miraidon auch ein sehr starkes Pokémon. Ich würde sagen, jetzt erkläre ich euch, wieso alle Pokémon Metronom oder Muschelglocke tragen. Muschelglocke ist einfach dafür da, dass das Pokémon überlebt. Ich kann jetzt hier nochmal ein bisschen was an Footage einblenden. Da seht ihr Muschelglocke in Aktion. Muschelglocke heilt 50% des ausgeteilten Schadens. Und wenn ihr so viel Schaden macht wie ich in den Raids, dann heilt er euch quasi fast immer voll. Und wenn ihr Full Life seid, könnt ihr nicht sterben. So simpel ist das. Und wenn ihr nicht sterbt, wird keine Zeit abgezogen. Es ist also Walband, Walbrille, irgendwelche Schlohkraut, keine Ahnung. Jedes andere Item bringt euch nichts, wenn ihr sterbt in den 6er Raids. Es ist wirklich, also es gibt kein Item, was besser ist als Muschelglocke, um nicht zu sterben. Deswegen kauft euch Muschelglocken. Wenn ihr wissen wollt, wo es sie gibt, checkt gerne mal mein anderes Video ab. Gibt's bei dem Elektroohren, so viel sei gesagt. Das nächste Item, was ihr gesehen habt, ist Metronom. Und Metronom ist in Kombination mit einer bestimmten Attacke so extrem broken, weil Metronom macht, dass pro Attacke, die ihr trifft, und die gleiche Attacke, die trifft, 20% mehr Schaden ausgeteilt wird, bis zu einem 5er-Stack. Das heißt, nach der 5. Attacke macht ihr 100% mehr Schaden. Also doppelten Schaden. Metronom ist einfach broken. Und jetzt kommen wir zu der Attacke, die ich meine. Und wieso Kampf in den 6er Raids mit der allerbeste Typ ist. Und das ist Ableithieb. Und das ist auch der Grund, wieso Koraidon so viel besser ist als Miraidon. Miraidon hat zwar die Parabolladung, die macht aber ein bisschen weniger Schaden. Und Elektro ist nur gegen Flug, Wasser, merkt ihr was, ne? Nur dagegen ist es sehr effektiv. Kampf ist aber gegen Eis, Stein, Normal, Stahl sehr effektiv. Also mal eben gegen 4 mehr. Die nächste Attacke, die komplett OP ist, ist Zornklinge. Ähnlich wie Metronom wird hier nämlich der Schaden immer stärker, bis zu einem Base Damage von 160. Und das müsst ihr euch jetzt mal geben. Stellt euch vor, das seht ihr auch jetzt in dem Video, ich blende es ein. Ihr macht mit Sherrocks Zornklinge
Nach dem dritten Mal habt ihr einen Base-Schaden von 160. Nach dem fünften Mal habt ihr den vollen 100% Buff vom Metronom, also 260. Dazu noch Step, weil Shaox ist ein Käfer-Pokémon. Das heißt nochmal mehr Damage. Und dazu der Terra-Typ Käfer. Da macht ihr nochmal mehr Damage. Und wenn ihr dann auch noch sehr effektiv trefft, ein Psycho-Pokémon zum Beispiel, dann ist der Schaden sowas von krank insane. Dann könnt ihr 6 Sterne Pokémon one-hitten. Aber easy one-hitten. Also Zornklinge und Ableithieb, die aller stärksten Attacken für 6 Sterne Raids. Der nächste Teil sind Setup-Attacken. Es ist so, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt die wirkliche OP-Taktik ist, aber hat sich so eingebürgert bei mir und bei mir im Stream und mit meinen Leuten, mit denen ich Raids mache, dass die allererste Runde eines 6er Raids eine Setup-Runde ist. Also entweder drückt jeder Kreideschrei oder Metallsound, um den Gegner zu schwächen, oder jeder drückt Schwerttanz, oder jeder drückt anfeuern Angriff hoch. Also irgendwas, womit der Angriff gestärkt wird oder die Verteidigung vom Gegner geschwächt wird. Das ist extrem, extrem wichtig und macht es euch so viel einfacher, das Early Game von einem 6-Sterne-Raid zu schaffen. Deswegen benutzt Pokémon, die entweder Schwerttanz Kreideschrei können und auf Angriff gehen oder Metallsound und auf Spezialangriff gehen. Zum Beispiel Mautzinger hat Kreideschrei und Schwerttanz. Koraidon hat Kreideschrei und Schwerttanz. Eisenkrieger hat auch Schwerttanz. Sherox hat auch Schwerttanz. Azumarill, das ist ein bisschen was anderes, hat Wasserring und Lichtschild, ist eine andere Taktik. Aber Koraidon hat zum Beispiel auch Metallsound. Also wirklich sehr, sehr wichtig. Die allererste Runde muss eine Setup-Runde sein, um den Gegner zu schwächen oder euch selber zu stärken. Und dann, ich weiß nicht, ob ich es jetzt eben schon erwähnt habe, aber es ist extrem wichtig, dass ihr die Attacken der Gegner eine Resistenz dagegen habt, anstatt dass ihr sehr effektiv angreift. Da kann ich hier auch nochmal ein Video einblenden, wo ich mit Koraidon kämpfe und halt nicht sehr effektiv getroffen werde, aber auch nicht sehr effektiv austeile. Was aber mit Metronom und Ableitieb und dem Terra-Typen und dem Step und allem möglichen vollkommen egal ist. Also ihr müsst nicht auf Krampf sehr effektiv angreifen. Es ist viel, viel wichtiger zu überleben. Das müsst ihr euch als alleroberste Priorität setzen, wenn ihr ein Pokémon auswählt für einen 6er-Raid. Ihr dürft nicht sterben. Und wenn ihr all diese Regeln befolgt, dann gibt es immer noch Pokémon, die ihr nicht besiegen könnt. Nicht alleine besiegen könnt. Es kann Vierergruppen geben mit dem perfekten Pokémon, wo ihr diese Pokémon besiegen könnt. Was mir da einfällt, ist sowas wie Glad Imperio. Oder ein Epitaph. Epitaph habe ich erst einmal besiegt und das war so viel Luck. Weil Epitaph macht Energiefokus Protzer und dann one-hitted der Nahkampf alles. Oder die Dunkelklinge. Und da gibt es auch keine richtigen Resistenzen gegen Epitaph. Also mir ist bisher kein Pokémon eingefallen, was perfekt gegen Epitaph zum Beispiel wäre. Da gibt es aber noch ein paar andere Pokémon, die quasi, also sowas wie Hippopotoras, ihr wisst schon welches ich meine, dieses Boden-Pokémon, was aussieht wie ein Hippo, das macht halt Gena. Und Gena könnt ihr irgendwann alleine nicht mehr kontern, weil ihr nur dreimal Heilung habt in den Anrufungen. Wenn ihr erste Runde Setup macht, sogar nur zweimal. Und dann schlaft ihr drei Runden, dann geht euch die Zeit aus. Selbst wenn ihr nicht sterbt. Oder ein Hutsasa, was Pilzspore kann. Auch sehr, sehr schwierig zu besiegen, auch wenn das Pokémon nicht stark ist. Aber die Pilzspore, wenn ihr dauerhaft schlaft, ist es sehr, sehr schwierig. Und wenn ihr da nicht die perfekten Mitstreiter habt, mit denen ihr euch absprechen könnt, um euch gegenseitig zu heilen und wieder lebendig zu machen, ist es schwer, ein vernünftiges Setup zu bekommen und den Gegner in der Zeit zu besiegen. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht jedes Pokémon besiegen könnt. Aber dafür habe ich auch einen kleinen Trick für euch.
Und der geht folgendermaßen. Der geht natürlich nur offline. Also, wenn ihr jetzt hier ein Pokémon habt, Aquana, Typ Feuer, könnte ich mit Azumarill besiegen, wahrscheinlich. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber gehen wir mal davon aus, ihr schafft das nicht. Aquana, Terra-Typ Feuer, ihr habt nur einen Boden-Pokémon, ihr schafft den nicht. Was ihr da machen könnt, ist in die Einstellung der Switch zu gehen, ganz runter bis Konsole und dann bis Datum, Uhrzeit und den Tag ein nach vorne stellen. Und dann geht ihr zurück ins Spiel und der 6-Sterne-Rate verschwindet und wandert woanders hin. Weil es ist ja so, ihr könnt ein 6-Sterne-Rate pro Tag machen. Und wenn ihr den an dem Tag nicht gemacht habt, dann wechselt der am nächsten Tag woanders hin und ändert auch den Terra-Typen und ändert auch das Pokémon. Hier, jetzt haben wir hier Wasser. Wasser ist per se immer gut. Und dann fahre ich mal eben dahin und gucken wir uns an, welches Pokémon das ist. Und es ist ein Wummer. Und Wummer ist schon Typ Wasser, Terra-Typ Wasser. Könnt ihr ganz, ganz entspannt mit Miraidon besiegen. Also wirklich, Muschelglocke auf Miraidon. Am Anfang einmal Metall-Sound. Und dann Blitztour durchspammen und den schafft ihr. Ich kann es auch einmal zeigen. Ich würde einmal einen Schnitt machen, bis ich ihn geschafft habe. Sekunde. Bitte nicht verwirrt, bitte nicht verwirrt, bitte nicht verwirrt, bitte nicht verwirrt. Bitte nicht verwirrt. Hui. Es war sogar ein bisschen schwerer als gedacht, weil er Drachenpuls hat. Wusste ich nicht. Bin sogar einmal gestorben. Aber mit meinen Tipps und Tricks offline gemacht, das heißt Solo, Muschelglocke hat immer schön hochgeheilt, habe ich ihn letztendlich doch geschafft. Also... Und selbst wenn ihr ihn nicht schafft, ihr habt hier eine Offline, wenn ihr merkt, okay, ich schaff das nicht, dann macht ihr Flucht, setzt einen Tag nach vorne und versucht es einfach gegen anderes Pokémon nochmal. Aber mit diesen Tipps und mit den richtigen Pokémon, mit diesen Attacken, mit diesen Items, Metronom und vor allen Dingen Muschelglocke, glaubt mir, schafft ihr einige 6-Sterne-Raids. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann kommt in den Stream. Ich bin jetzt online, streame fast täglich auf Twitch. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, kommt vorbei. Die Community hilft immer gerne weiter. Und damit würde ich sagen, lasst gerne ein Follow da. Fähigkeitspflaster, sehr schön. Lasst gerne ein Follow da, liked das Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.